Herzlich willkommen zur Soundvorstellung des SX6 Soundmoduls eingebaut in einer Pico GV36. Eingebaut wurde hier nach Kundenwunsch der Drive XL. Ein Drive M würde für diese Lok aber ebenso vollkommen ausreichen. Wir haben einmal das Sounddatenblatt. Wir besitzen hier wieder die 40 einzelnen schaltbaren Geräusche. Und wir gehen hier jetzt einfach mal auf ein paar der Geräusche ein. Der Decoder, der sitzt unterhalb des Fahrerpultes. Das Soundmodul liegt hier unten in der Wanne. Wir haben das Licht natürlich mit dem passenden Lichtschaltergeräusch. Ja, auch hinten. Eine sehr schöne Glocke. So, dann haben wir natürlich, was sich super anbietet für die Lok auf F13, das bekannte Rangierlicht. Das heißt, es ist dort vorne wie hinten das Licht an. Wir haben hier vorne das Licht an und hinten das Licht an. Wir sehen das auch hier, ist das Licht auch an. Rangierlicht auf F13, wie wir das von den Drive-Decodern gewohnt sind. Auf F14 haben wir das Fernlicht, Abblendlicht. Wir haben es gerade gesehen, wird dunkler und heller. Dann starten wir mal den Motor. Schöne Umsetzung des Fahrgeräusches mit dem Last- und Roll- bzw. Leerlaufgeräuschen. Er zeigt Ihnen eine Besonderheit. Wie bei den Drive-Decodern gewohnt, gibt es unter F12 die Handbremsfunktion. Wenn wir jetzt F12 drücken,
Und das Handbremsgeräusch natürlich. Jetzt können wir die Lok nicht mehr steuern. Richtungswechselgeräusch ertönt natürlich noch, Fahrtrichtungswechsel, aber nicht mehr fahren. Das heißt, wir müssen die Handbremse erst wieder lösen und dann fährt die Lok wieder. Das ist eine eingebaute Funktion bei den Drive-Controller. Und Motor ausschalten.